so ein Ziegenbärtchen da. Ja, da sieht man zum Glück nicht, dass ich das hier gar kein Bart habe, sondern... Kinnbart, oder? Unterlippenbart? Ist nicht, wie heißt das? Nee, nicht Kinnbart, ja. Ich weiß nicht, wie Ziegenbart ist das hier unten, oder? Ja, das ist aber das hier, ja, so ein Ansatz. Ich weiß, irgend so eine Mischung, ne? Wer hat dich da eigentlich? Habe ich mich lange mit beschäftigt und am Ende habe ich mich dazu entschieden, eine Mischung zu machen. Aber wer hat dich inspiriert? Mode. Aber hattest du einen vollen Bartwuchs schon? Nee, oder ich habe ja jetzt auch nicht so einen extrem vollen Bartwuchs, ne? Ja. Ich könnte jetzt nicht so einen Bart wie. Also du hast einen vollen Bartwuchs. Ja, ein bisschen, ne? Und du kannst ihn halt auch gut stylen, so. Wenn. Bei dir ist es, glaube ich, auch nicht so einfach. So ein Bart kriegst du gar nicht hin, wahrscheinlich. Nee, ich müsste halt länger wachsen lassen und halt immer pflegen. Du pflegst ja deinen Bart, ich pflege ihn nicht. Also die einzige Pflege für mich ist tatsächlich, wenn wir für hier was aufnehmen oder wenn ich zum Friseur gehe. Und dann lasse ich mir es auch mal gut gehen, aber ansonsten lasse ich sprießen und wachsen. Ja, ich habe auch keinen Vorbild. Interessante Entscheidung, Alter. So, hier unten ein bisschen, kein Schnurrbart. Kein Schnurrbart, das ist mir gar nicht eben so aufgefallen. Aber Roman, an was ist das angelehnt? Irgendeiner muss dich dazu motiviert haben. So, gab's Craig so David, Mann, ich sag's dir, Alter. Ja, Craig David. Party hat's damals gab's die Musik so. Nein, ehrlich gesagt, echt keine Ahnung. Ich weiß es nicht.